Willkommen zurück bei Mysteriöses Zentrum, dem Zufluchtsort für Ihre Seele, wo wir tief in die Geheimnisse des Geistes eintauchen. Sind Sie schon einmal jemandem über den Weg gelaufen und haben eine unerklärliche, magnetische Verbindung gespürt? Heute tauchen wir in die tiefe Welt der spirituellen Verbindungen ein. Unser Leben ist ein Geflecht aus Begegnungen und Abschieden. Auf unserer Reise durch das Leben begegnen wir zahllosen Seelen. Jede ist einzigartig, jede spiegelt einen anderen Aspekt der Menschheit wider. Doch unter diesen vielen Menschen gibt es einige wenige, die etwas Tieferes in uns entfachen. Es ist, als würden wir sie schon seit Äonen kennen, über Lebenszeiten und Universen hinweg. Woher wissen wir also, ob diese Verbindung spirituell ist? Schauen wir uns die 7 Anzeichen dafür an, dass du mit jemandem in einer spirituellen Verbindung stehst. Erste, deine Instinkte verraten es dir. A. Die Weisheit der Intuition, die Sprache unserer Seele. Wenn du mit jemandem spirituell verbunden bist, meldet sich deine Intuition und lässt keinen Raum für Zweifel. Es ist, als ob ihre Atome mit den Atomen des anderen in Resonanz gehen. Die Logik tritt in den Hintergrund, während ihre Instinkte sie durch die ätherische Verbindung, die sie teilen, leiten. Das ist nicht nur ein Bauchgefühl, es ist ein Gefühl der Seele. Stellen Sie sich vor, dass die Weisheit unzähliger Leben, die gemeinsamen Erfahrungen über Äonen hinweg, zu einem einzigartigen, starken Gefühl verschmelzen, das in Ihrem ganzen Wesen widerhallt. Es ist ein Gefühl, das Sie nicht abschütteln können und auch nicht wollen, denn es ist eine heilige Bestätigung des Universums selbst. Wenn Sie Ihrem Instinkt in diesem Fall vertrauen, ist das so, als würden Sie eine längst vergessene Schicksalsschrift lesen, die von himmlischen Händen auf das Pergament des Kosmos geschrieben wurde. Wenn Ihre Instinkte sprechen, hören Sie aufmerksam zu, denn sie geben die mystischen Beschwörungsformeln universeller Wahrheiten wieder und bestätigen, dass Sie und diese Person eine Verbindung teilen, die nicht nur besonders, sondern göttlich ist. Zweite, Sie fühlen sich extrem zuversichtlich und stark. In dem Augenblick, in dem Sie mit diesem außergewöhnlichen Menschen zusammentreffen, beginnt sich in Ihnen eine unheimliche Verwandlung zu vollziehen. Ihr Herzschlag synchronisiert sich mit dem Rhythmus des Universums, jede Zelle Ihres Körpers tanzt ein harmonisches Ballett und Ihr Geist erhebt sich über die Grenzen des irdischen Daseins hinaus. Es ist, als ob sich in Ihrem Inneren ein alchemistischer Prozess entzündet, der Ihre Schwachstellen mit ungenutzten Reserven an Mut und Vitalität verbindet. Das ist nicht das flüchtige Hochgefühl flüchtiger Begegnungen, sondern eine tiefe Bestätigung Ihres Wesens, eine spirituelle Bestätigung, die Sie befähigt, sich Ihren tiefsten Ängsten zu stellen und die Gipfel Ihres persönlichen Everest zu erklimmen. Sie fühlen sich nicht nur stark, sondern werden zu einer lebendigen Verkörperung der Stärke selbst. Es ist, als hätten sie das Ambrosia der Götter getrunken oder den Saum eines kosmischen Gewandes berührt, das sie mit der Essenz der Unbesiegbarkeit beschenkt. Diese Verbindung stärkt nicht nur ihren Körper, sondern heiligt auch ihren Geist, so als ob sie mit dem Nektar himmlischen Vertrauens gesalbt worden wären. Dritte, sie sind frei, so zu sein, wie sie sind. Mit ihnen schälst du alle gesellschaftlichen Masken ab, die du bisher tragen musstest. Sie sind befreit, frei, die ungefilterte Version ihrer selbst zu sein. Das spirituelle Band zwischen ihnen enthält kein Urteil, nur Akzeptanz und bedingungslose Liebe. Haben Sie jemals in die Augen dieser Menschen geschaut und nicht nur eine Person, sondern eine Geschichte gesehen, eine Geschichte von Liebe, Konflikten, Verrat und Einheit, die sich durch den Nebel der Zeit zieht? Für die Intuitivsten unter uns kann diese Verbindung sogar die Gewässer unseres Unterbewusstseins aufwühlen und Wellen verursachen, die sich als lebendige Erinnerungen aus vergangenen Leben manifestieren. In der Gegenwart einer solchen Seele wird man nicht nur von einem Gefühl der Vertrautheit berührt, man wird von ihr verschlungen, verzehrt wie von einem göttlichen Feuer, das keinen Anfang und kein Ende kennt. Es ist ein spirituelles Déjà-vu, ein immerwährender Tanz der Seelen, die sich im Hier und Jetzt wiedergefunden haben und einen ewigen Dialog fortsetzen, der die Zeitalter überspannt. Vierte, es ist, als ob man sie schon seit Jahrhunderten kennen würde.
Zeit wird zu einem abstrakten Konzept. Es ist, als würden sie sie schon seit Jahrhunderten kennen, vielleicht als Freunde, Liebhaber oder sogar Feinde. Diejenigen, die für die Energien des Universums empfänglich sind, können spontane Regressionen erleben und sich lebhaft an Interaktionen in vergangenen Leben erinnern. Haben Sie jemals in Ihre Augen geschaut und nicht nur eine Person, sondern eine Geschichte gesehen, eine Geschichte von Liebe, Konflikten, Verrat und Einigkeit, die sich durch den Nebel der Zeit zieht? Für die Intuitivsten unter uns kann diese Verbindung sogar die Gewässer unseres Unterbewusstseins aufwühlen und Wellen verursachen, die sich als lebendige Erinnerungen aus vergangenen Leben manifestieren. In der Gegenwart einer solchen Seele wird man nicht nur von einem Gefühl der Vertrautheit berührt, man wird von ihr verschlungen, verzehrt wie von einem göttlichen Feuer, das keinen Anfang und kein Ende kennt. Es ist ein spirituelles Déjà-vu, ein immerwährender Tanz der Seelen, die sich im Hier und Jetzt wiedergefunden haben und einen ewigen Dialog fortsetzen, der die Zeitalter überspannt. 5. Du vertraust ihnen blindlings. Bei einer spirituell verbundenen Seele ist Vertrauen so natürlich wie das Atmen, so mühelos wie das Fließen des Flusses zum Meer. Dieses Vertrauen beruht nicht auf Versprechungen oder Beweisen. Es ist ein angeborenes Wissen, ein himmlischer Vertrag, der im Schmelztiegel der kosmischen Synchronizität geschmiedet wurde. Dieses Vertrauen ist so unerschütterlich, dass es sich jeder Vernunft und Logik entzieht. Selbst wenn Sie eine vorsichtige Seele sind, die sich vor den tückischen Landschaften menschlicher Interaktion fürchtet, geben Sie sich diesem erhabenen Vertrauen ohne einen zweiten Gedanken hin. Es ist, als ob Ihre Geister in einer uralten Sprache, die nur Sie verstehen, miteinander flüstern und ein unzerstörbares Band bekräftigen, das die vergänglichen Unwägbarkeiten der sterblichen Existenz übersteigt. Du vertraust ihnen nicht nur deine Geheimnisse oder deine Schwachstellen an, sondern auch dein Wesen, dein ganzes Sein. Es ist, als stünde ein himmlischer Wächter am Tor zu ihrer Seele, der sie erkennt und ihnen unwiderruflich Einlass gewährt. Denn in den geheiligten Grenzen dieser spirituellen Verbindung gibt es kein Misstrauen, das durch das gleißende Licht des unsterblichen Glaubens in den Schatten verbannt wird. 6. Kommuniziere mit ihnen in Stille. Worte werden überflüssig. In der Stille spielt eine Symphonie des unausgesprochenen Verständnisses. Ihre Energien harmonieren in einer Weise, dass bloße Blicke oder Gesten viel aussagen. Sie teilen eine Sprache, die über Worte hinausgeht. In diesem geheiligten Raum der Verbindung sind Worte nur Schatten an der Wand von Platons Höhle, unvollkommene Imitationen der leuchtenden Sprache, die ihre Seelen sprechen. Ein Blick, eine Berührung oder sogar ein gemeinsamer Atemzug wird in diesem stillen Diskurs zu einem poetischen Vers, zu einer momentanen Verschmelzung zweier Geister, die Zeit und Raum übersteigt. Sie brauchen ihre Ängste, ihre Freuden oder ihre Sorgen nicht zu artikulieren. Allein die Anwesenheit des anderen ist eine gegenseitige Bestätigung, eine heilige Bestätigung, die in den Annalen ihrer gemeinsamen spirituellen Geschichte widerhallt. Sie stellen fest, dass sie einander nicht nur hören, sondern auch fühlen, und zwar auf eine Weise, die keine Worte jemals erfassen könnten. 7. Du führst tiefe Gespräche mit ihnen. Wenn sie sprechen, ist es, als ob jedes Wort ein Sprungbrett in ein anderes Universum wäre. Gespräche durchqueren den Kosmos ihrer inneren Welten und enden in Erleuchtungen, die ihr Verständnis des Lebens und der Existenz selbst bereichern. Dies sind keine alltäglichen Gespräche, banale Höflichkeiten oder triviales Geschwätz, das oft die Luft füllt. Nein, diese Gespräche sind geweihte Rituale, heilige Räume, in denen sich ihre inneren Welten wie blühende Lotusblumen auf dem ruhigen Wasser des gegenseitigen Verständnisses entfalten. Diese Gespräche schwingen auf Frequenzen, nach denen sich viele sehnen, die sie aber nur selten erleben, eine harmonische Mischung aus intellektueller Gemeinschaft und emotionaler Intimität, wie eine himmlische Symphonie, die die verborgene Musik der Sphären spielt. Jeder Dialog ist ein Akt der gegenseitigen Entdeckung, eine Schatzsuche, bei der sie nicht Gold oder Juwelen, sondern funkelnde Facetten von Weisheit und Erleuchtung zutage fördern. Liebe Suchende nach dem Unaussprechlichen, lasst uns zum Abschluss dieser himmlischen Reise daran denken,
dass unsere Seelen nur Sternenstaub in den kosmischen Winden sind, der immer auf der Suche nach einer Wiedervereinigung mit verwandten Geistern ist. Jede spirituelle Verbindung ist ein heiliges Rendezvous, das durch die kosmische Choreografie des Universums selbst vorbestimmt ist. Bis sich unsere Geister in diesem großartigen Gewebe der Existenz wieder kreuzen, geht weiter mit Liebe, mit Staunen und mit einem immer brennenden Durst nach dem Mystischen. Lebt wohl, und möge die kosmische Symphonie den ewigen Tanz eurer Seele mit einem Ständchen begleiten.